Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche schon eine Veranstaltung durchgeführt, in der wir uns eher mit den Ergebnissen der einzelnen Studien auseinandergesetzt haben. Heute möchten wir uns dagegen mit den Ergebnissen und den sich daraus ableitenden Handlungsempfehlungen auseinandersetzen und den Dialog sowie den Austausch zwischen den einzelnen Studien fördern. Auf unserem Panel heute sind verschiedene Studienautorinnen und Autoren vertreten, die ich jetzt eingangs ganz kurz vorstellen möchte, bevor ich alle Studienautorinnen und Autoren bitten möchte, ihre Studien nochmal ganz kurz vorzustellen, damit wir auch alle mit sozusagen dem gleichen Wissensstand in die Panel-Diskussion starten können, vor allem für diejenigen, die letzte Woche noch nicht dabei waren. Auf unserem Panel sitzen Funda Seifeli. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am HIS-Institut für Hochschulentwicklung im Geschäftsbereich Hochschulmanagement. Dort bearbeitet sie Projekte zur Digitalisierung im Hochschulbereich. Außerdem Christiane Arndt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Bridging an der Technischen Universität Hamburg am Institut für technische Bildung und Hochschuldidaktik. Außerdem Maren Lübcke. Sie ist promovierte Soziologin und arbeitet am HIS-Institut für Hochschulentwicklung im Bereich Digitalisierung von Hochschulen. Außerdem sitzt auf unserem Panel Markus Daimann. Markus Daimann ist ein habilitierter und digital affiner Bildungswissenschaftler. Er lehrt, forscht und berät zu digitaler Hochschulbildung und er arbeitet beim VDI, VDE IT in Berlin. Und last but not least sind bei uns auf dem Podium Christina Tova und Lavinia Ionica, die Support-Studie auf unserem Panel vertreten, die vom Lutz Goertz vom MMB-Institut durchgeführt worden ist. Er kann heute leider nicht dabei sein. Ja, dann möchte ich gerne an die Studienautorinnen und Autoren übergeben, die ich bitten möchte, ihre Studie jeweils noch mal ganz kurz für uns zusammenzufassen. Ja, am besten starten wir doch in der Reihenfolge, in der ich die Autorinnen und Autoren auch gerade vorgestellt habe. Funda Seifeli, möchten Sie anfangen? Vielen Dank, sehr gerne, ja. Wir haben eine Expertinnenbefragung zum digitalen Sommersemester 2020 durchgeführt, die EDIS-Studie vom Corona-Shutdown zur Blended University. In unserer EDIS-Studie habe ich mit meinen KollegInnen Klaus Wannemacher und Laura Elsner, die heute auch dabei sind, multiperspektivische Befragungen zwischen Juni und August durchgeführt. Wir haben Studierende, Lehrende und Mitarbeitende von Support-Einrichtungen zu unterschiedlichen Themenkomplexen befragt, um ein differenziertes Bild der Reaktion auf die Ausnahmesituation zu entwickeln und damit mittelfristige Auswirkungen der Pandemie auf Studium und Lehre zu identifizieren. Ich möchte Ihnen ein paar kurze Schlaglichter auch noch nennen. Die wohl meistgenannten Vorzüge des digitalen Sommersemesters waren bei den Studierenden vor allem die zeitliche und örtliche Flexibilität, der gestiegene Workload und die damit verbundene Selbstdisziplin stellten hingegen eine große Herausforderung für die Studierenden dar. Gefehlt hat den Studierenden das Campusleben und die Kommunikation mit Kommilitoninnen. Und eine Kritik, die bei EDIS mehrfach deutlich wurde, ist, dass die Studierenden kaum bis gar nicht in die Entscheidungsprozesse eingebunden wurden. Und eine weitere Kritik war vor allem auch, dass in der Lehre der Transfer klassischer Lehrveranstaltungen ins Netz nicht ausreicht, sondern dass vor allem auch ein didaktisches Konzept notwendig ist. Bei den Lehrenden und Mitarbeitenden von Sporteinrichtungen hingegen war ganz klar zu erkennen, sie waren stolz auf das gemeinsam Erreichte in dieser kurzen Zeit. Hingegen plädierten sie dafür, dass die Fähigkeit der Studierenden zum selbstbestimmten Lernen künftig aktiv weiterentwickelt werden muss und Schwierigkeiten bei den Studierenden, also die Studierenden zu aktivieren wegen der schwarzen Bildschirme. Und was in dieser Gruppe vor allem auch nochmal problematisiert wurde, ist der starke Anstieg der technischen Beschaffungskosten
Und natürlich auch die Dynamik der Vorgaben und Anforderungen, die zu einer Planungsunsicherheit führten. Klar ist, das digitale Semester war ein Semester der gemeinsamen Lernprozesse für alle Hochschulangehörigen und mittelfristig und um einen Ausblick auf die Hochschule post-Corona könnte es ein wichtiger Baustein für die Entwicklung einer künftigen Blended University werden. Ich möchte kurz noch mal darauf hinweisen, dass der EDIS-Bericht voraussichtlich ab Ende nächster Woche als Open Access Publikation in der E-Library des Tektum Verlags frei zugänglich sein wird. Dankeschön. Frau Ahn, können Sie uns Ihre Studie als nächstes kurz vorstellen? Genau, ich mache es etwas kürzer. Die Ergebnisse werden jetzt nämlich auch hoffentlich Ende dieser Woche veröffentlicht, also der Bericht. Und zwar haben wir im Bridging eine Zusatzstudie durchgeführt, in der wir interne Befragungen von Lehrenden und Studierenden an Hochschulen ausgewertet haben. Das heißt, wir haben festgestellt, dass sehr viele Befragungen direkt an den Hochschulen durchgeführt werden, auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl sozusagen gesamte Hochschulebene, aber auch auf Fakultätsebene oder sogar auf Lehrveranstaltungs- oder Studiengangsebene. Und da haben wir uns sozusagen die Erkenntnisinteressen und Erkenntnisse angesehen. Und ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Eine der wesentlichen Herausforderungen, die auf Studierendenseite beschrieben wurde, war die Selbstorganisation auf jeden Fall. Und die Unsicherheit bezüglich weiterer Entwicklungen, beispielsweise zu den Regelungen. Und zwei sehr große Themenbereiche, die sowohl von Lehrenden und Studierenden als Herausforderungen beschrieben wurden, waren die Arbeitslast, aber auch die Kommunikation und Interaktion, die sich sowohl auf Lehrveranstaltungen bezieht, das heißt die Kommunikation miteinander und das Feedback, aber auch auf den sozialen Austausch oder die informelle Kommunikation. Dankeschön. Frau Lübcke? Ja, wir haben im Juli eine Befragung, also wir sind Elke Bosse und Astrid Burg, auch vom HISAE. Wir haben im Juli 2020 eine Online-Befragung unter Hochschulleitungen durchgeführt. Und zwar haben wir 368 Leitungen angeschrieben und 104 Antworten bekommen und haben in dieser Befragung relativ breit geschlossen und als auch offen gefragt, und zwar wie das Sommersemester 2020 erlebt worden ist. Was ist quasi Stand Juli geplant für das Wintersemester? Und was wird sozusagen auch an längerfristigen Entwicklungen daraus folgend und daraus antizipiert werden? Und wir sind in dieser Studie dazu gekommen, die Antworten in fünf Handlungsfelder zu unterteilen, nämlich technische Infrastruktur, Support- und Servicestruktur, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse, Studien- und Prüfungsorganisationen, rechtliche Rahmenbedingungen und digitale Präsenzlehre. Und diese Handlungsfelder sind sozusagen diejenigen Felder gewesen, in denen jetzt hier die größten Herausforderungen bestanden oder auch weiterhin bestehen. Und dann haben wir eben geschaut, wie quasi sich diese Dreiteilung aus was war, was wird in naher Zukunft oder jetzt passieren, nämlich im aktuellen Wintersemester, und was wird davon langfristig bleiben, sich auf alle dieser fünf Handlungsfelder widerspiegeln und wiederfinden. Und nur so ein paar vielleicht ganz interessante kursorische Einblicke dazu. Bei den Support- und Service-Angeboten zum Beispiel ist es natürlich so, dass dann Entwicklungsbedarf weiterhin auch angesehen wurde, auch wenn die Hochschulen natürlich auf vorhandene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zurückgreifen konnten im Sommersemester. Es gab teilweise tatsächlich eine personelle Aufstockung dann in diesem Bereich, und es wird fürs Wintersemester dann geplant, das auch punktuell auszubauen. Und erwartet wird daraus eigentlich auch eine stärkere Verankerung dieser Hochschuldidaktikzentren, der E-Learning-Zentren, der IT-Support-Zentren in der Struktur der Hochschulen, weil es sich als so tragende Elemente in dieser Krise gezeigt hat, dass da sozusagen in Zukunft ein größerer Einfluss von diesen Zentren aus angesehen wird. Und es gibt auch teilweise schon Überlegungen, strukturell neu zu organisieren. Was vielleicht noch das brennende Thema natürlich war die Studien- und die Prüfungsorganisation. Da wird eigentlich erwartet, es hat sich schon gezeigt, dass es eine Flexibilisierung der Prüfungsregelung gibt, dass es eine stärkere Vielfalt vielleicht in den Prüfungsformaten sich abzeichnen und vielleicht auch eine Entwicklung hinsichtlich kompetenzorientierter Prüfungen
geben wird, um einfach auch aus der Zwickmühle der rechtssicheren Prüfung rauszukommen. Genau, für die Lehre an sich zeigt sich eigentlich für die Hochschulleitung, dass man Präsenzlehre als sehr, sehr wertvolle Ressource besser nutzen möchte und können, also nutzen wird. Also dass halt sowohl zwar digitale Lehre Vorteile hat, aber dass halt jetzt erkannt wird, welche unheimliche Wert in der Präsenzlehre steckt und dass man das aber auch didaktisch gezielter einsetzen wird. So vielleicht die ersten kursorischen Einblicke in die Studie. Dankeschön. Herr Daimann? Ich mache es auch etwas kürzer als meine Vorrednerinnen. Also wir haben auch eine Expertinnenbefragung gemacht, da war aber die Flughöhe etwas höher. Da ging es nämlich mehr so um die Hochschule als Ganze. Also wir haben Hochschulverbünde, hat mir da auch befragt, so wie TU 9 zum Beispiel oder UAS 7. Und dann auch geguckt auf die Unterschiede zwischen Universitäten. Die hatten ja etwas Vorlaufzeit, als die Umstellung kam, während die Hochschulen ja mitten im laufenden Betrieb erwischt wurde. Und wir haben das Ganze auch so ein bisschen phasenlogisch aufgefasst oder konzipiert, in dem Sinn, dass ja es am Anfang so eine akute Krisenintervention gab, beziehungsweise davor gab es ja auch so einen Stand, das war dann so die Phase 0, also Stand der Digitalisierung an der Hochschule, wo wir eben die Befragung gemacht haben. Das haben wir versucht nochmal ganz kurz zu rekonstruieren und dann diese akute Krisenintervention eben mit Taskforces und ganz schnellen Kommunikationswegen, schnelle Beschaffung. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen normalisiert, eingeruckelt. Man hat ja gerne von dem New Normal gesprochen. Ne? Jetzt ist das Schlimmste irgendwie überwunden. Beziehungsweise dann merkt man ja auch, dann so im Hinblick auf Verstetigung, wie geht es weiter. Ne? Also die Interviews, die haben wir im Sommer geführt. Jetzt haben wir Herbst und ja, die Hoffnung war ja, dass sich dann irgendwie was tut. Ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass die Hochschulen da schon auf dem Weg sind, wo man sagt, man hat irgendwie ein stabiles und tragfähiges Konzept. Aber was ich da noch einen Punkt machen würde, war so ein Zitat, was mir dann auch immer im Ohr hängen geblieben ist, es lief erstaunlich gut. Und das schwingt ja so mit, man hatte Erwartungen, dass es nicht gut läuft, ne? Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber das lief dann doch gut. Das heißt, es gab eine unglaubliche Bereitschaft. Das haben ja meine lieben Vorrednerinnen auch schon erwähnt. Es gab eine unglaubliche Bereitschaft, da zusammenzuarbeiten. Nur dann kommen dann eben Dinge wie Regularien, Prüfungsrecht, Verordnungen und das Ganze. Also man stößt dann irgendwie an so eine Wand, würde gern, aber es geht nicht. Und ein letzter Punkt wäre dann so als große Baustelle die sogenannte Lehrverpflichtungsverordnung. Und da geht es einfach darum, dass wenn ich jetzt digitale Lehre mache und das hat ja, das wurde jetzt auch schon erwähnt, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn ich einfach nur mich abfilme und ins Netz stelle oder irgendwelche PDFs auf Learning Management Systeme stelle, sondern das erfordert wirklich eine grundlegende, gute didaktische Konzeption, was aber auch mit mehr Aufwand verbunden ist. Und genau für diesen Aufwand brauche ich auch eine Anerkennung und eine Anrechnung. Sonst kann man ja auch nachvollziehen, sagen, ja, wofür ich da nicht irgendwie bezahlt werde oder wofür ich das nicht irgendwie honoriert bekomme, mache ich auch nicht. Und da wird man dann eben so einen minimalen Einsatzweg fahren. Und da muss man halt hin, dass auch ein Bewusstsein entsteht. Es ist was ganz anderes. Auch was jetzt viel diskutiert wird, das ganze Thema Hybrid oder Blended, kann ich nicht einfach sagen, ja, ich mache dann irgendwie eine Online-Sprechstunde oder ich stelle irgendwie was Digitales dazu. Nee, das muss man grundlegend neu konzipieren. Und das ist ein erheblicher Aufwand. Dankeschön. Ich weiß nicht, welche von meinen HFD-Kolleginnen jetzt kurz die Studie vorstellen möchte. Ich würde das mal eben übernehmen, aber dann muss ich nach der Reihe dann jetzt versuchen, es noch kürzer zu machen. Und zwar haben wir vom Hochschulforum Digitalisierung das MMB-Institut beauftragt, Veränderungsprozesse in Supportstrukturen zu beforschen, also Unterstützungsstrukturen für Lehre an deutschen Hochschulen jetzt in der Corona-Krise. Und ich muss dazu sagen, die Auswertungen finden teilweise noch statt. Also die Studie wird voraussichtlich Anfang Januar veröffentlicht und also als Arbeitspapier vom Hochschulforum Digitalisierung. Und ich würde jetzt nur drei ausgewählte Ergebnisse vorstellen. Und zwar erstmal das Thema Kooperation.
ja, ist ein Ergebnis, dass Vernetzungen innerhalb der eigenen Hochschule intensiviert wurden, aber nur wenig neue hochschulübergreifende Kontakte aufgebaut wurden. Also vor allem Landesministerien, Ministerien, Institutionen und Fachgesellschaften spielen da kaum eine Rolle, aber innerhalb der eigenen Hochschule gab es intensivere Zusammenarbeiten und Kooperationen. Dann das zweite Thema Strategie. Und zwar hat sich die Corona-Pandemie scheinbar als Strategiebeschleuniger in diesem Bereich, also in den Unterstützungsstrukturen, entpuppt. Also die Planung und Umsetzung von Strategien für Digitalisierung in der Lehre hat sich beschleunigt. Es wurden mehr Akteure involviert und das Thema stieg einfach höher auf der Agenda von den Hochschulen. Das haben viele angekreuzt. Und das dritte ist das Thema Finanzierung. Und zwar scheint eine Anschlussfinanzierung der Maßnahmen fraglich. Das haben wir letzte Woche auch noch sehr intensiv und heiß diskutiert. Das deckt sich scheinbar mit den Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viele Personalressourcen und Budgets stehen in 1-2 Jahren nicht mehr zur Verfügung, befürchten die Befragten. Und die Verstetigung ist also fraglich. Das in der Kürze 3 ausgewählte Ergebnisse. Aber wie gesagt, die Auswertungen sind noch im Gange und ja. Dankeschön. Bevor wir jetzt in die Panel-Diskussion starten, möchte ich zunächst noch darauf hinweisen, dass wir uns natürlich auch über Fragen aus dem Publikum freuen. Die werden wir im Anschluss an die Panel-Diskussion aufgreifen. Bitte stellen Sie Ihre Frage jederzeit gerne in den Chat. Den haben wir alle im Blick. Bevor wir jetzt in die Panel-Diskussion starten, die wir in 3 Themenclustern angehen werden, möchte ich gerne noch eine Frage stellen, die ein bisschen auf das große Ganze abzielt. Und ich möchte auch noch mal die Panelisten dafür sensibilisieren, dass wir eine begrenzte Zeit haben. Daher würde ich mich freuen, wenn alle sich gerade bei der Eingangsfrage jetzt noch mal ganz kurz fassen. Was könnte denn Digitalisierung in Zukunft für Hochschulen und die Akteurinnen an den Hochschulen bedeuten, basierend auf dem, was wir jetzt gerade erlebt haben? Wer möchte anfangen? Gerne, Markus. Also ganz kurz gefasst, Digitalisierung ist eine Riesenchance, dass sich die Hochschulen auf ihr Kerngeschäft fokussieren, nämlich das Lernen, also die Lehre oder das Lernen. Also dass man das Lernen konsequent in den Mittelpunkt stellt und auch Forschung dazu macht, wie lernen die Studierenden eigentlich. Und diese ganzen neuen Verfahren, neuen Technologien, neuen Medien stützt, also führen wir dazu, dass das Lernen in gewisser Weise neu erfunden wird. Frau Arndt? Also das war ja im Endeffekt auch so eine Frage, mit der wir geendet sind, weil wir in der Auswertung festgestellt haben, dass die Erfahrungen sehr unterschiedlich sind, auch zwischen den Hochschulen, also die, wo die Lehrenden und Studierenden mehr oder weniger Vorerfahrung beispielsweise hatten im digitalen Lehren und Lernen. Und das ist aus unserer Sicht so eine Frage, die auch jede Hochschule für sich klären sollte mit den entsprechenden Akteurinnen an den Hochschulen. Und in der Befragung wurde auch deutlich, also das war sozusagen auch ein bisschen der Grund dafür, dass sehr unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern diese Erfahrungen in so einem Krisensemester, wenn man es mal so will, mit virtueller Lehre, wie diese Erfahrungen sich dann auch auswirken auf ein Verständnis von digitaler Lehre. Beispielsweise, wenn man sich anschaut, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, dass jetzt an der Uni Hamburg eine Petition gestartet wurde, Präsenzlehre umsetzen zu können und dass wir sozusagen nicht dort landen, dass Präsenz und Digital Gegenpole dargestellt werden, sondern wie wir es schaffen, diese beiden sinnvoll zu kombinieren. Und wenn etwas deutlich wird, auch in den Befragungen oder in den Erfahrungen, dann ist es ja, wie meine Vorrednerin auch schon gesagt hatte, dass Präsenz einfach sehr wichtig ist, dass es sozusagen auch eine Entdeckung ist von der Bedeutung von Präsenzunterricht, von den persönlichen Beziehungen, dass es nicht nur darum geht, sozusagen zu lehren und zu lernen, sondern dass es auch so eine Art Beziehungsarbeit ist. Genau, deswegen ist sozusagen die Frage, wie das
in den jeweiligen Kontext die Akteurinnen auch aushandeln können, auch beispielsweise im Kontext der Strategieentwicklung. Ja, vielleicht ergänze ich da ganz schön. Also das fand ich, war auch für uns so eine Erkenntnis, dass alle rechnen eigentlich, oder man fühlt daraus, oder man kann so ein bisschen rauslesen, alle rechnen mit einem Digitalisierungsschub, weil diese Formate doch so gut geklappt haben. Ganz viele, die vorher das nicht gemacht haben, in der Umsetzung sich engagiert haben und es erfolgreich war, aber gleichzeitig eben auch das Erkennen daran, dass digitalisierte Lehrformate, Lernformate gezielt dort eingesetzt werden sollen, wo sie didaktischen Nutzen haben, und auf der anderen Seite Präsenz gezielt dort zum Einsatz kommen soll, wo schwer zu substituieren ist. Also dass man dieses Spannungsverhältnis und diese Zuordnung, was wann, deutlicher erkennt und da auch merkt, das muss man deutlicher nochmal herausarbeiten für die jeweilige Lehre. Was ich ganz interessant fand, vielleicht nochmal als Schluss, dass wir selbst, wir haben auch noch einen Hochschultypenvergleich gemacht in unserer Studie, und selbst die Kunst- und Musik- und Medienhochschulen, die wahnsinnige Probleme und Umstellungsschwierigkeiten hatten, selbst die haben jeder aber trotzdem eine kleine positive Sache irgendwie finden können, die sie trotzdem beibehalten würden wollen. Also sei es irgendwie Aufnahmeverfahren in der ersten Runde digital stattfinden zu lassen und nicht in Präsenz, oder einen digitalen Raumplaner einzuführen oder eine Online-Sprechstunde. Also selbst bei den Hochschulen, die ganz weit davon entfernt sind und die es wirklich schwierig hatten im Sommersemester, gibt es trotzdem auch noch dieses so immer noch irgendwas Positives, was irgendwie lang oder mittelfristig hängen bleiben soll. Achso, ich habe mich jetzt gar nicht gemeldet. Ja, wer möchte zuerst? Dann mache ich mal. Bitte schön. Ich wollte mich eigentlich nur anschließen, das Ganze nicht als Entweder-Oder eben zu betrachten, sondern sowohl als auch, und da knüpft eben diese Idee der Blended University eben auch an, dass eine ausgewogene Mischung, insbesondere was die Studierenden angeht, aus einer Lernerfahrung auf dem Campus und einem punktuellen digitalen Lernstudium, also vielleicht noch ergänzend zu dem, was ohnehin schon gesagt wurde. Ich schließe mich da an. Ich würde gerne die Perspektive ein bisschen wechseln zu den Support-Einrichtungen, das sind die Unterstützungseinrichtungen für Digitalisierung in Studium und Lehre. Wenn ich jetzt aus den Befunden der Studie überlege, was das für die Zukunft bedeuten könnte, ist für mich relativ deutlich, dass diese Strukturen, die es zum Teil in Hochschulen gibt, tatsächlich neu zu überdenken sind. Die Unterstützungsstrukturen sind zum Teil unterfinanziert. Das Personal in den Strukturen wird in den nächsten Monaten massiv reduziert sein. Und die Strukturen haben tatsächlich Sorgen, wie sie Digitalisierung, Studium und Lehre in der Zukunft gestalten werden. Und das sind die Einrichtungen, die dafür zuständig sind, dass Lernplattformen funktionieren, Software funktioniert, Schulungen, Qualifizierungen, Beratungen und alles angeboten wird. Von daher ist das jetzt so meine Erkenntnis, dass die Supportstrukturen tatsächlich eine neue Organisation in anderen Formaten braucht. Und die vor allem immer schon mit dieser unsteten Arbeitsweise konfrontiert waren. Also da war immer schon Qualitätsmarkt, Lehre mal für ein paar Jahre und dann wieder das für ein paar Jahre. Also es ist für die nämlich nichts Neues jetzt gerade, aber es fällt natürlich jetzt allen auf die Füße. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Dann würde ich mich einmal einschalten. Und wir würden gerne übergehen zum ersten Themenblock nach der Eingangsfrage, und dabei würden wir gerne mit Ihnen diskutieren über Entscheidungsprozesse und Kommunikationsstrukturen an Hochschulen. Die Frage, die uns interessiert, wäre zunächst erstmal,
Welche Learnings ergeben sich aus dem Krisenmanagement und der Krisenkommunikation für die regulären Governance-Strukturen an den Hochschulen, also für Prozesse wie Entscheidung, Partizipation und Kommunikation? Was wären das für Effekte, die man hier vielleicht nennen könnte, aus Sicht der unterschiedlichen Studien? Wer mag sich dazu äußern? Soll ich gleich mal machen? Also, weil das ist einfach eine Kernfrage in unserer Hochschulleitungsbefragung gewesen. Ganz offensichtlich ist, das würde ich auch darunter subsumieren, wird das quasi Risikomanagement der Hochschulen in der Richtung professionalisiert, dass auch irgendwie quasi Strukturen und Entscheidungsgremien wie eben diese angesprochenen Taskforces institutionalisiert werden. Dass, wenn die nächste Pandemie kommt, man da schneller auf quasi etablierte Sachen zurückgreifen kann. Also das wird quasi weiter ausgebaut oder neu aufgebaut für Hochschulen, die das noch nicht so stark haben. Dann fand ich eine interessante Sache, dass die quasi ein ganz einfacher Faktor, der mitunter rübergekommen ist, dass die Digitalisierung von Gremiensitzungen also zu einer höheren Beteiligungsquote geführt hat und dadurch zu besseren Abstimmungsergebnissen geführt hat, weil halt quasi Entscheidungen auf breiterer Basis getroffen werden konnten. Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich weitergeführt werden und perspektivisch wird dann auch an das angeknüpft, was eben gerade auch gesagt worden ist, das soll auch quasi eher in die Kommunikation nach außen getragen werden, weil das ist tatsächlich das, was passiert ist. Man hat für diese Ad-hoc-Krisenbewältigung sehr stark nach innen geschaut, aber nicht nach außen. Und das wird quasi sozusagen angedeutet, dass das quasi reflektiert wird und weiter stärker in Richtung irgendwie bessere Abstimmung auch mit Akteuren außerhalb der eigenen Hochschule geschehen soll. Ja, danke schön. Ich nehme eine Wortmeldung bei Christiane Arndt wahr. Gern. So, jetzt. ich muss immer ein bisschen versuchen, das zu trennen und in dem Fall kann ich das nicht so richtig, weil im Bridging haben wir uns ja schon seit 2018 sagen mit dem Transfer digitaler Hochschulbildungskonzepte in Fachdisziplinen beschäftigt. Und da spielte natürlich Kommunikation auch eine unfassbar große Rolle, weil natürlich auch das Wissen über bestimmte Angebote, das Wissen über bestimmte Entwicklungen, das Wissen darüber, was meine Kolleginnen an der Hochschule beispielsweise tun, sozusagen nicht immer ausgeprägt war. Also wenn man sich das anschaut, die unterschiedlichen Organisationseinheiten, die jetzt nicht unbedingt viel miteinander kommuniziert haben, wo auch nicht immer klar war, was passiert eigentlich gerade in der Hochschule mit den verschiedenen Projekten und so weiter. Und was man sozusagen als Rahmen von den Befragungen auch, die wir untersucht haben, sehen kann, ist einfach sozusagen, wie sehr versucht wurde, die Informationen so transparent wie möglich darzustellen, dass alle sozusagen Zugriff darauf haben, dass sehr viele Erfahrungsberichte von Lehrenden und Studierenden auf den Hochschulseiten geteilt wurden. Das heißt, es wurden sozusagen Kanäle eingerichtet, wo man sozusagen kontinuierlich auch informiert wurde oder Newsletter eingeführt und so weiter und so fort. Das heißt, es war aus dieser Blick nach innen, der für uns schon wieder interessanter ist, der hat, glaube ich, eine große Veränderung jetzt im Sommersemester bewirkt. Also in Bezug auf, okay, wer muss jetzt eigentlich erreicht werden und wie erreiche ich diese Person und wie kommt das, was ich kommunizieren möchte, auch tatsächlich an. Also da sehen wir doch schon eine stärkere Strukturierung der organisationsbezogenen Kommunikation. Und auch viele Überlegungen, wie die zukünftig anders organisiert werden kann. Also das finden also aus unserer Sicht eine sehr spannende Entwicklung, die sozusagen für die Hochschule als Organisation Auswirkungen haben könnte, aus unserer Sicht. Und nochmal zu den Entscheidungsstrukturen spezifisch, das weiß ich ja, das wurde in einer Studie auch näher untersucht, die Einrichtung beispielsweise von strategischen Arbeitskreisen, die auch oft beteiligt waren an den Konzeptionen von den Befragungen an den Hochschulen. Und das ist auch nochmal eine spannende Entwicklung, sozusagen inwiefern können solche Arbeitskreise auch perspektivisch dazu beitragen, sozusagen Digitalisierung sozusagen in einem Kreis von Expertinnen, aber unter Einbeziehung aller Akteurinnen auch sozusagen nachhaltig zu gestalten und auch dafür zu sorgen, dass bestimmte wichtige Informationen gebündelt werden.
Also das ist aus unserer Sicht eine ganz spannende Entwicklung. Ja, vielen Dank. Wer mag anknüpfen? Markus Daimann, sehr gern. Ich wollte noch mal einen Punkt machen, nämlich, dass man, also es gilt ja nicht nur für dieses Thema jetzt Kommunikation und Entscheidung, sondern auch für Lehre oder Didaktik, nämlich, dass man auch genau hinschauen muss, was man jetzt wie aus der Krise lernt, weil es ja doch eine, wie der Name schon sagt, eine Krisensituation, eine einmalige Notsituation war. Und da ist mir halt noch so bewusst aus meiner Studie, dass eben gesagt wurde, dass ganz schnell viel gemacht wurde, um diese, also mit Taskforces, um überhaupt mal Bescheid zu wissen, wie geht es jetzt weiter, wie sieht der nächste Tag aus, die nächste Woche, also Planungssicherheit, aber verkürzt auf einen sehr, sehr engen Zeithorizont, also man ist da immer auf Sicht gefahren, hieß es ja, und das aber auch gleichzeitig kritisiert wurde, dass das nicht immer transparent war, dass manchmal auch Informationen, also gerade von der Politik, so Landespolitik, dass es dann zu spät kam oder nicht gut abgestimmt war. Und das wäre vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, wir müssen gucken, was können wir daraus lernen, weil das ist ja immer auch nur begrenzt. Also wenn es ja, also begrenzt möglich so Kommunikation. Wir sind alles schon sehr überlastet mit E-Mail und was weiß ich, was es da noch für Kommunikationskanäle gibt, die jeder so hat, Messenger-Dienste und so weiter, dass man da auch gucken muss, ja, was ist denn sinnvollerweise überhaupt leistbar, ne? Aber vielleicht, also diese Strukturen, dass es darum geht, um mehr Beteiligung, um mehr Partizipation, ist ja schon klar. Aber das Ganze hat ja auch irgendwann seine Grenzen. Also deswegen, also ein Aspekt war, den ich machen wollte, um es mal zusammenzufassen, Krisenkommunikation. Das war schon bemerkenswert, was da innerhalb kürzester Zeit möglich war, aber auch unter wahnsinnigen Aufwand, dass die Leute dann eben bis tief in die Nacht gearbeitet haben. Und der andere Punkt ist so, was können wir daraus lernen, dass es dann doch immer seine Grenzen hat. Also dass man da vorsichtig sein muss, um sich nicht zu stark zu überfordern mit dem Thema. Ne? Will aber nicht heißen, dass man so weitermachen sollte wie bisher, sondern schon irgendwie das Neue denken. Dankeschön, Markus. Ja, wie verhält sich es mit den Einschätzungen aus der HFD-MMB-Studie und aus der EDIS-Studie? Also ich kann vielleicht zu den Entscheidungsprozessen, ich weiß nicht, ob das jetzt genau an meine Vorredner auch anknüpft, aber da wurde vor allem bei den Studierenden, wie auch eingangs erwähnt, die Kritik geäußert, dass Studierende in diese Entscheidungsprozesse gar nicht eingebunden wurden und da der Wunsch besteht, insbesondere StudierendenvertreterInnen dann auch künftig in diese Prozesse mit einzubinden. Und vielleicht auch nochmal, um eine Verbindung zum Workshop letzte Woche zu herzustellen, da kam auch Markus zu dem Punkt, was du auch gerade sagtest, insbesondere auch der Wunsch in diesem Kontext auf mehr Transparenz und weniger Hidden Agenda und Offenheit und Ehrlichkeit in diesem Kontext. Genau. Danke sehr. Ja, gibt es wohl, genau. Genau, berührt es ja vor allem, also das Thema Strategie, das hatte ich ja eben schon mal kurz gesagt, dass es schon als Beschleuniger gesehen wird, also dass die Corona-Pandemie als Beschleuniger für strategische Prozesse gesehen wurde, aber das war auch so die einzige Frage dazu in unserem Fragebogen. Lavinia, oder fällt dir noch eine andere ein? Weil ich meine, das war jetzt nicht so primär, dass das abgefragt wurde. Es wurde nicht primär abgefragt, aber was vielleicht ein bisschen dran anknüpft, aber das hattest du auch schon erwähnt vorhin, dass es unterschiedliche Taskforce gegeben hat. Das haben wir gefragt. Wir haben erfahren, dass in sehr hohem Prozentsatz wurden diese Taskforce eingeführt, die aber nicht weiterhin bestehen bleiben werden. So ist die Einschätzung der Teilnehmenden. Das ist ungefähr alles. Gut, danke schön. Dann würde ich direkt an Linda wieder übergeben. Ja, danke.
Ja, ich möchte dann gerne in die zweite Frage des Themenblocks aufwerfen. Bietet die Krise Chancen für die Hochschulgovernance und kann sie zum Reformkatalysator beispielsweise werden? Und ich fand, das klang bei manchen Antworten ein bisschen raus. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Thema Online-Gremiensitzung. Wenn einer der Studienautorinnen und Autoren die Frage jetzt spontan bejahen würde, dann würden wir uns in der Runde sicherlich auch noch alle freuen, wenn konkrete Handlungsempfehlungen in die Richtung abgeleitet werden können. Ja, wer möchte starten? Ich sehe, alle brauchen einen Moment zu überlegen. Ich starte mal mit etwas ganz Vagen und wenig Konkreten. Also ich glaube eigentlich im Moment in dem Sinne, was jetzt angestoßen wurde, ist der Begriff der ist Hochschulgovernance noch zu groß. Und eine Umstellung von irgendwie Gremienmeeting von Präsenz auf virtuell, finde ich, würde ich noch nicht unter eine Governance-Umstellung fassen. Ich glaube, eine wirklich Umstellung kommt dann ins Spiel, wenn auch andere politische Rahmenbedingungen zum Beispiel eingezogen werden, wenn irgendwie Deputatsanrechnungen für Online-Lehre, für Lehre allgemein anfangen sich zu verändern, wenn es tatsächlich eine Reformation im strukturellen Gefüge geben wird, wo halt zum Beispiel diese Support-Einrichtungen eine wesentlichere Stellung in der Organisation Hochschule einnehmen, wo da stärker personell aufgestockt wird, dass auch der Einfluss größer wird. Aber das sind alles so Sachen, die wirklich irgendwie im Moment quasi nur angedeutet sind und irgendwie eher so im, finde ich, so ein bisschen eher so im Sinne von wünsch dir was, also wir bräuchten aber und dann müsste man und eigentlich sollte man, aber noch nicht wirklich irgendwie konkret und greifbar wird. Oder auch irgendwie das ganze Thema rechtliche Rahmenbedingungen für Veränderungen in den Prüfungen und mehr Vielfalt in den Prüfungsformaten und solche Sachen. Das ist, glaube ich, alles noch zu vage, als dass man da wirklich von einer Neuorganisation oder Reorganisation der Governance von Hochschulen sprechen kann. Das wäre so meine Einschätzung. Nicht wirklich hilfreich. Markus Daimann meldet sich. Ja, ich würde da machen zu 100% zustimmen. Also das ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil ich habe das auch so wahrgenommen, nämlich dass Hochschulen, also es kommt eher auf die Kultur an, dass Hochschulen, die jetzt schon gut unterwegs waren, die hatten es dann auch viel leichter. Ne? Ich erinnere mich da an Fälle, die mir berichtet wurden, wo die sagen, das sind da, bei denen ist alles gut gelaufen und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass die schon eine längere Entwicklungsgeschichte haben mit E-Learning und auch wenn was damit zu tun hat, so auch ein Umdenken von was dann hingeht zu auch Prozessen und Entscheidungsstrukturen. Ich will jetzt auch nicht von Governance reden, weil ich glaube, das ist wirklich noch zu weit. Aber was interessant ist, eben zu gucken, wo das eben gut zusammenspielt, dass Hochschulen da sich auf den Weg gemacht haben und sagen, ja, jetzt haben wir alles gut hingekriegt, bis auf die Prüfung, weil da braucht es eben von den Ländern dann eben Vorgaben, gab es ja dann eben auch in Bayern zum Beispiel, dass sie sagen, hier, wir machen jetzt irgendeine Verordnung und das ganze Thema dann Online-Prüfung machen wir, also schaffen wir neue Rahmenbedingungen. Aber sonst ist eher so das Thema auch Kultur. Also wie versteht man das ganze digitale Lehre innerhalb auch der Hochschule? Was bedeutet das? Und da gibt es ja auch wahnsinnige Unterschiede. Deswegen ist auch immer wichtig, davor zu gucken, also wie sah der Stand vorher aus, was ist da passiert, das war ja auch bei Klaus Wannemacher in der Studie, oder hat er ja letzte Woche bei unserer Veranstaltung nochmal schön gezeigt, auf der Folie, die ganzen, seit den 90er Jahren, die ganzen Entwicklungen, ne? Und das macht ja was mit der Hochschule, mit der Kultur. Gibt es noch weitere Punkte von den anderen Studienautorinnen und Autoren? Das ist scheinbar nicht der Fall. Ja, auch kein Problem, wenn die Frage nicht zu allen Studien passt. Das kann vorkommen. Ach doch, ich sehe eine reine Meldung, gerne. Ja,
das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, aber es könnte schon ein bisschen dazu passen. Wir haben nämlich gefragt, wie die Unterstützungsstrukturen ihr Qualifizierungsprogramme, ihr Zertifikatsprogramme, was damit passiert ist und ob sie sie digitalisiert haben oder wie es vor, wie sie vorgegangen sind. Und digital erstellt haben, ganz wenig wählen das Programm aus. Und dass ungefähr 50% haben aber auch angegeben, dass sie ihr Zertifikatsprogramm überarbeiten müssen. Das zeigt, dass es eventuell auch zukünftig andere Strukturen geben wird, auch für Zertifikatsprogramme an den Hochschulen. Der Ton war leider nicht so ganz ideal, zumindest bei mir, aber ich glaube, das meiste konnte man verstehen. Ich hoffe, das sehen alle anderen auch so. Ja, damit würden wir den ersten Themencluster Entscheidungsprozesse und Kommunikation gerne abschließen und ich würde dann an Klaus Wannemacher übergeben. Ja, danke sehr. Damit würden wir gerne zum nächsten Block kommen und uns unterhalten mit Ihnen gerne über Infrastrukturen und Serviceangebote an den Hochschulen in den Digitalsemestern. Wir haben ja in der letzten Woche am Mittwoch schon sehr gut sehen können, dass es da wirklich ein sehr ausgeprägtes Interesse auch der Teilnehmer gegeben hat. Von daher sind wir auch heute gespannt auf Einschätzungen, die es zu diesem Bereich gibt. Unsere erste Frage ist, was zeigte sich im Hinblick auf die technische Ausstattung und Infrastruktur im vergangenen Semester? Welche zentralen Bedarfe gibt es, die noch nicht oder vielleicht noch nicht ausreichend gedeckt sind, wo sich also noch was tun sollte? Wer kann uns davon berichten und entsprechende Eindrücke wiedergeben? Ich sehe eine Wortmeldung bei Funda Salfini. Ja, das zeigte sich, finde ich, auch bei unserer EDIS-Studie ganz gut. Die haben ja auch Mitarbeitende von Sporteinrichtungen befragt. Und klar war, dass die Ad-hoc-Maßnahmen natürlich funktioniert haben, aber die Nachteile dieser Ad-hoc-Maßnahmen waren eben, dass es an einer einheitlichen und gemeinsamen Strategie zur Gestaltung und Etablierung von Standards fehlte. Und Maren, du hast ja auch schon gesagt, dass also es kam auch bei uns raus, dass es nicht nur darum geht, eben diese technische Ausstattung zu verbessern, sondern eben, dass es auch schon diese dauerhaften Stellen für diese Support-Einrichtungen, also dass es auch schon geschaffen wurde, aber eben auch, das kam bei EDIS dann auch raus, dass der Wunsch, zum einen natürlich der Wunsch, aber auch die Notwendigkeit besteht, diese dauerhaften Stellen für die Sporteinrichtungen zu schaffen und damit eben auch diese enge Verflechtung von didaktischen Konzepten und technischen Lösungen zu gewährleisten. Das waren so die Ergebnisse von der EDIS-Studie unter anderem. Danke sehr. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Wir haben in der Support-Studie nochmal gefragt, welche die drei wichtigsten Ad-hoc-Maßnahmen waren, die Support-Einrichtungen umgesetzt haben. Und es war wirklich sehr interessant. Wir haben insgesamt 306 Antworten bekommen. Und die beziehen sich natürlich stark auch auf Technik, Beschaffung, Installation. Auf den ersten Platz ist natürlich die Zoom-Einschaffung. Aber wir haben auch Unterstützung der Lehre. Da sind so Sachen wie Online-Seminaren, Webinaren wichtig. Wir haben die Kompetenzerweiterung, war auch wichtig für Lehrende. Und dann fallen noch so ein bisschen sowas wie Serviceleistungen, sonstige wie Semesterapparate und Ausleihe und aber auch administrative Maßnahmen wie System, die Online-Ausleihe nochmal und die Bereitstellung von Büchern. Genau, so viel dazu. Okay. Vielen Dank. Eben gab es auch von Christiane Arndt eine Wortmeldung.
Genau, also bei den Befragungen an Hochschulen konnte man das ganz gut trennen, weil da ging es einmal um die technische Ausstattung, die sozusagen vor allem Studierende hatten und andererseits um die technischen Infrastrukturen, die genutzt wurden oder vorhanden waren. Und bei der technischen Ausstattung ging es auch darum, sozusagen um die Studierenden, die jetzt nicht über optimale technische Ausstattung verfügen. Und die Mehrheit hat sozusagen angegeben, dass sie darüber verfügen, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein geringer Teil von Lehrenden, von Studierenden, aber teilweise auch Lehrenden, die das sozusagen auch sich neue Dinge anschaffen mussten oder deren Rechner veraltet waren. Das heißt, man darf die Kosten, die dann auch auf die einzelne Person bei solchen Themen wie digitaler Lehre oder Lernen auch nicht unterschätzen. Und was anderes, was wahrscheinlich in anderen Studien auch so ähnlich war, ist halt auch immer noch die Netzabdeckung, die teilweise, also auch für einen großen Teil, aber teilweise doch starke Probleme bereitet. Und hinsichtlich der Infrastrukturen, da wurde deutlich, dass es halt so, sagen wir, große Player gibt, wie diese Videokonferenzsysteme und die Lernmanagementsysteme. Also Lernmanagementsysteme, solange sie schon sozusagen eingeführt wurden in den Hochschulen, sind definitiv etabliert und werden auch von den Studierenden sozusagen geschätzt als zentrale Anlaufstelle, würde ich es mal so nennen. Das bei den Studierenden war das sehr stark auch so ein Orientierungswunsch, aufgrund auch der Vielfalt teilweise an eingesetzten Tools durch die Lehrenden, die natürlich alle unterschiedliche, sagen wir mal, Wünsche oder auch Erfahrungen mit bestimmten Tools hatten. Das heißt, da ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen diesen zentralen Angeboten oder Tools, die vorgehalten werden von Hochschulen und aber auch individuellen Bedarfen, die auch fachspezifisch beispielsweise sein können, was dann sozusagen auch von den Hochschulen mitgetragen wird. Ne? Beispielsweise, wenn es um Lizenzen geht für bestimmte Programme, für Umfragen oder genau fachspezifische Programme. Das heißt, da glaube ich, muss man immer gut austarieren, was jetzt sozusagen breit angeboten wird und was da trotzdem auch individuellen Bedarfen entgegenkommt. Danke. Wie sieht es in den beiden weiteren Studien aus? Gibt es da auch besondere oder geplante Einschätzungen zu den Infrastrukturen? Markus? Ja, ich würde nochmal auf den Punkt hinweisen, dezentral vernetzte Infrastrukturen. Also ich hatte ja auch mit Menschen gesprochen, die von so Landesinitiativen, also wir haben ja auch versucht, die Bundesländer möglichst alle zu erfassen, also auch wo es sowas wie eine E-Learning-Landesinitiative gibt. Die gibt es ja nicht in allen Bundesländern, aber da, wo sie gibt, haben wir die versucht mit aufzunehmen. Und da ist ja einerseits ganz tolle Angebote sind da, also was auch Inhalte betrifft oder also Materialien oder Schulungsangebote. Aber dann, wenn man geguckt hat in der Krise selbst, dann hat es kaum eine Rolle gespielt. Also weil ein Fokus von uns war ja eben auch diese Hochschulverbünde und bestehende Netzwerke. Und ich habe dann im Interview immer versucht, dahin zu, ja, was war denn die Rolle des Netzwerks? Weil es ging dann immer mehr um die eigene Hochschule, an der die Person tätig war und dass man eben sehr mit sich selbst beschäftigt war, weil es ja klar ist, man muss ja irgendwie gucken, dass man durch die Krise kommt. Aber da liegt halt noch ein unheimlicher Schatz, also beziehungsweise der Schatz kann so viel größer werden, indem man eben dieses Thema auch sowas wie IT-Infrastruktur oder so ein digitales Ökosystem, also das als Ökosystem denkt. Ne? Nicht jede Hochschule muss das Gleiche machen. Natürlich braucht man eine Grundausstattung wie Zoom und sowas. Aber gewisse Dinge, gerade was so Lernmaterialien und am besten noch mit OER, also mit offenen Lizenzen versehen, ne, da gibt es ja Ansätze wie Landesportale in Niedersachsen oder NRW. Ne. Aber das ist noch nicht richtig angekommen, das war so mein Eindruck. Ne. Das Thema ist da, wird auch von Akteuren, Christiane, du willst erwidern? Ja, aber mein Eindruck war, das ist noch nicht so angekommen. Genau, also ich wollte nur vielleicht ein bisschen differenzieren, weil ich denke schon, in Rheinland-Pfalz waren jetzt nicht so viele Befragungen, aber sozusagen aus der Erfahrung heraus, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Sachsen gibt es ja sozusagen ein zentrales Lernmanagementsystem. Und ich denke schon, also insbesondere in Sachsen, da waren ja verschiedene Befragungen dabei, dass die sehr intensiv benutzt wurden. Das werden sie auch schon seit Jahren, weil sie das nämlich als Vorteil erkannt haben, dass sozusagen
sagen, nicht jede Hochschule unbedingt, die haben trotzdem noch parallele Lernmanagementsysteme, keine Frage. Aber dass es sozusagen auch als Vorteil erkannt wird, sozusagen eine zentrale Infrastruktur zu haben, die dann auch verknüpft werden kann mit anderen Anwendungen, beispielsweise mit BigBlueButton. Das sieht man ja in beiden Bundesländern, dass das ganz gut funktioniert, dann auch virtuelle Klassenräume umgesetzt werden können. Also da denke ich schon, dass da auf das sehr stark zurückgegriffen wurde und in einer Befragung wurde sogar von Studierenden der Wunsch geäußert, dass sozusagen alles zentral in OPAL beispielsweise stattfindet, weil sie sich damit auskennen. Also da kann man schon sagen, dass es sehr etabliert und auch verbreitet und anerkannt ist. Und jetzt hinsichtlich Lernangeboten, beispielsweise wie es an der virtuellen Hochschule in Bayern gab, da konnte man jetzt in den Befragungen auch nichts sehen, aber die wurden ja auch vorher schon sehr stark genutzt. Und da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass auf die Angebote auch wesentlich mehr zurückgegriffen wurde, die dort vorliegen, weil sie ja auch sehr fachbezogen sind. Also von daher, glaube ich, muss man differenzieren, was die jeweiligen Landesinitiativen sozusagen auch inhaltlich oder strategisch strukturell auch entwickelt haben und anbieten. Und das ist, glaube ich, nicht immer unbedingt erkennbar, weil es schon fast selbstverständlich ist. Das wollte ich nur noch ergänzen. Okay, Maren, gern. Vielleicht nur mal, wir haben genau diesen Punkt tatsächlich befragt. Und zwar haben wir gefragt, wie wichtig waren Ihnen bestimmte Ressourcen in der Entscheidungsfindung für das kommende Wintersemester. Und da spielten tatsächlich die ganzen Landesinitiativen, aber auch das HFD und so eine eher geringe Rolle. Das muss man tatsächlich sagen. Also von allen Quellen, Ressourcen, wie man das jetzt auch nennt, war der Bereich eigentlich derjenige, der am wenigsten in die Entscheidungsfindung, in die Abstimmung mit zur Abwägung mit einbezogen war. Es spielte schon eine Rolle, aber die geringste. Vielleicht für das HFD, wir haben natürlich diese Hochschultypen verglichen und ganz interessant war, dass tatsächlich es einen signifikanten Unterschied beim auf sowas wie Digitalverbünde zwischen Universitäten und Fachhochschulen gab. Also die Universitäten nutzen diese Netzwerke stärker als die Fachhochschulen, so zumindest aus unserer Befragung heraus. Das fand ich ganz interessant. Und insgesamt für die grundlegende Infrastruktur ist es einfach das, spielt das einfach eine Rolle, woher die kommen. Ne? Und diejenigen, die wirklich sich sozusagen nur noch um den Bandbreitenausbau kümmern müssen, sind halt deutlich besser gestartet als die Kunst- und Medienhochschulen, die überhaupt erstmal quasi Tools finden mussten und herausfinden musste, wie man sowas macht. So, für die war das auch ein enorm, also wirklich ist das infrastrukturell auch jetzt immer noch eine riesige Hürde, da überhaupt sowas wie ansatzweise Digitalisierung in den Gang zu bringen. Und ich glaube, das war für den größten Teil der Hochschulen nicht mehr das Problem. Gut, Dankeschön. Dann wechseln wir wieder. Ja, danke. Um den Themenblock abzuschließen, die Frage, was braucht es denn, also beispielsweise von der Hochschule, der Hochschulleitung oder auch der Politik, um das aktuelle digitale oder hybride Semester oder auch weitere Semester erfolgreich zu meistern? Ja, von der MMB oder HFD-Studie ist natürlich wieder das Thema Finanzierung da ganz weit vorne. Wir haben natürlich jetzt die Frage konkret nicht so gestellt, aber natürlich, wie wurden die Ad-Hoc-Maßnahmen finanziert? Und da ist natürlich ein riesengroßer Anteil wirklich Sondermittel, entweder vom Land oder vom ein Sonderetat von der Hochschule, was natürlich nur jetzt zur Verfügung steht, wie eben schon mal gesagt. Also was nicht gesehen wird, dass es in ein, zwei Jahren noch zur Verfügung steht. Und da wird einfach erwünscht, eine langfristige Verstetigung sei. Also ich bin jetzt vorsichtig zu sagen, ob das jetzt von der Politik oder von der Hochschule kommen muss, weil da kann natürlich die Hochschule auch schon mal viel Hausaufgaben machen. Und aber genau, also die Frage war auf jeden Fall bei uns und das Thema Finanzierung steht da ganz weit oben. Frau Lübcke? Ja, was ich vielleicht, was ich ganz interessant fand, war, oder was ich so ein bisschen mitgenommen habe als Hausaufgabe für die Hochschulleitung, dass sie die Schwierigkeit der Studierenden in diesem Prozess nicht unterschätzen dürfen. Das war so ein bisschen ein Stück weit das, was bei unserer Befragung, glaube ich, rausgekommen ist, vor allen Dingen, wenn man die Ergebnisse dann kontrastiert mit der EDE-Studie zum Beispiel,
dass Studierenden doch deutlich stärkere Unterstützung brauchen, um diesen ständigen Wechsel von Präsenz auf reine Online-Lehre, dann wird eine Hybridlehre irgendwie im Wintersemester versprochen, die dann wieder zurückgenommen wird, also weil diese Situation einfach so volatil und so dynamisch ist. So, und da brauchen auch die Studierenden stärkere Unterstützungsangebote, um diesen Wechsel um diesen Wechsel gut hinzubekommen. Und vielleicht auch da direkt anknüpfend auch die Weiterentwicklung der Fähigkeit zum selbstbestimmten Lernen. Das ist auch wichtig. Markus? Genau, also dieses selbstgesteuerte Lernen, das habe ich jetzt auch in vielen Studien nochmal gelesen, ist ein Riesenthema. Nämlich, ich glaube, das ist ja schon seit vielen Jahren wird es propagiert. Ne? Auch da gibt es ja immer den Trend weg von Vorlesung und direkter Instruktion. Die Lehrenden sollen nicht mehr als Sage on the Stage, sondern mehr als Guide on the Side fungieren oder sollen sich am besten gar nicht mehr als Lehrender bezeichnen, sondern als Coach, Facilitator oder Berater. Ich finde es gefährlich, weil, also auf den Punkt will ich gar nicht eingehen, aber das Gefährliche ist aber auch daran, dass man die Fähigkeit der Menschen zum selbstgesteuerten Lernen massiv überschätzt. Und das kam jetzt in den Studien ziemlich deutlich raus, dass es daran fehlt. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage, da habe ich jetzt bei mir nochmal reingeguckt, also das sind so Dinge dann genannt worden, wie die Sichtbarkeit verschiedener Lösungen und Lehransätze fördern. Also es gibt ja schon ganz an jeder Hochschule Menschen, die sich mit E-Learning auseinandersetzen, die Pioniere, die Early Adopters. Und wenn man das dann innerhalb der Hochschule, das war ja, glaube ich, auf dem Flinkerboard jetzt auch mal so ein Thema, also wie kann man so dieses Wissen, implizites Wissen sichtbar machen, auch transferieren. Das finde ich eben ganz wichtig. Es braucht, also man muss auch aufpassen mit diesem Thema Präsenz und Digital nicht gegeneinander ausspielen. Das war ja ganz am Anfang der Corona Pandemie, wo es dann diese Petition gab, bitte nur ein Kann oder vielleicht oder Kreativsemester machen, weil da ganz viel verloren geht ohne Präsenz. Das ist auch so, aber man darf eben das nicht so auseinander, also nicht so gegenüberstellen, sondern man muss halt gucken, dass man das sinnvoll miteinander verknüpft. Da sind wir wieder beim Thema Blended und Hybrid, was ja jetzt gerade im Schulbereich wahnsinnig diskutiert wird. Oder natürlich auch Rechtssituation digitaler Prüfungen. Weil insgesamt hat es schon ganz gut funktioniert, aber mit den Prüfungen noch nicht so. Da ist dann natürlich auch wieder die große Debatte, muss man denn jetzt alles irgendwie fernüberwacht machen oder kann man nicht hin zu mehr kompetenzorientierter Prüfung, ganz andere Prüfungsformen machen, wo ich auch nicht irgendwie angewiesen bin auf obskure Online-Proctoring-Systeme, ne, wo ich dann meinen ganzen Raum ausleuchten muss, wo ich auch meine Bauchschmerzen damit habe. Gibt es noch weitere Anmerkungen zu der Frage? Ansonsten würde ich wieder übergeben an Klaus Weinemacher. Gut, die Zeit schreitet voran. Damit kommen wir auch schon zum letzten Fragenblock und würden uns hier jetzt voraussichtlich auch auf eine Frage dann beschränken. Eine der zentralen Fragestellungen der Digitalsemester überhaupt war sicherlich die, wie bewältigen wir an den Hochschulen die Lehre unter diesen komplett veränderten Rahmenbedingungen? Und da interessiert uns nochmal den Eindruck aus oder Querschnitt aus unterschiedlichen Studien, welche Learnings sich insbesondere aus dem Sommersemester, aber eben auch aus dem Anfang des aktuellen Wintersemesters ergeben für die Umsetzung von digitalen und speziell auch von hybriden Lehr- und Lernformaten. Was lässt sich da auf der Grundlage der Daten aktuell dazu sagen? Christiane Arndt, sehe ich gerade. Gerne. Was doch relativ deutlich wurde in den Befragungen, jetzt nicht überraschend, ist aber, dass es auch immer nach Fach betrachtet werden muss. Das heißt, wenn man sich jetzt anschaut, beispielsweise anwendungs- und praxisorientierte Lehrveranstaltungsformate wie Laborpraktika, aber auch an den Kunst- und Musikhochschulen, beispielsweise Instrumentalunterricht und solche Lerninhalte, die
waren wesentlich schwieriger, sozusagen in den virtuellen Raum zu transportieren, weshalb ja auch viele relativ schnell in Präsenz zurückgegangen sind. Und das ist, glaube ich, auch nochmal perspektivisch eine spannende Frage, weil es dann auch teilweise zur Einschätzung führt, so von wegen, das ist einfach nicht umsetzbar, beispielsweise Laborpraktika, das ist nicht dasselbe, es widerspricht der Ingenieursausbildung und so weiter. Und andererseits gibt es natürlich auch schon solche innovative Ansätze wie bei Remote-Labore und so weiter. Das heißt, das wird nochmal eine ganz spannende Entwicklung, auch perspektivisch anhand dieser Lehrveranstaltungsformate, was möglich ist und was sinnvoll ist natürlich. Interessant fanden wir auch bei den Befragungen, dass das auch oftmals im Kontext von Seminaren gesagt wird, weil es da sehr stark auch immer um diese Herausforderung oder teilweise auch Möglichkeit ging, Interaktion zu sichern. So Interaktion als eines der Zentren von Seminaren. Und das ist doch, glaube ich, also didaktisch jetzt lösbar, aber es stellt doch zumindest eine gewisse Anforderung auch an sozusagen Formate, um oder überhaupt an unterschiedliche Lehrveranstaltungsformate auch entsprechend umsetzen zu können digital. Also das fand ich schon ganz spannend aus der Formatsicht. Das heißt, wie das sozusagen bewältigt wurde. Relativ unkompliziert, glaube ich, war es bei Vorlesungen, wo man ja auch sieht, dass Studierende Vorlesungsaufzeichnungen ganz wunderbar finden, um sich die auch nochmal eigenständig anzusehen. Aber ich glaube, da muss man dann halt auch immer differenzieren nach den Formaten, und um dann auch diese Entwicklung weiterverfolgen zu können. Dankeschön. Welche weiteren Einschätzungen gibt es? Ich sehe jetzt gerade irgendwie Gunnar Seifili geben. Danke. Die Learnings, Lehr- und Lernformate, genau. Also vielleicht ist ein ganz großes Learning, dass digitale Lehre nicht mehr als Notlösung betrachtet werden sollte, wie es ja eigentlich eingangs kommuniziert wurde. Bei der EDIS-Studie kam eben insbesondere auch raus, dass Lehrende, auch die zuvor nicht mit digitaler Lehre in Kontakt waren, durch die Pandemiesituation total Spaß daran entwickelt haben, ihre Präsenzlehre eben in digitale Lehrformate überzubringen. Und zum Beispiel auch eine Handlungsempfehlung dahingehend, die didaktische Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eben Fördermaßnahmen in der digitalisierten Lehre zu ermöglichen. Und was ich dann auch noch zu der Frage sagen wollte, war eben genau das Interesse und dass trotzdem aber der Mehraufwand in dieser Übertragung der Präsenzlehre bzw. Entwicklung dieser digitalen Lehre, dieser Mehraufwand sollte auch berücksichtigt werden, auch langfristig. Und wir hatten ja schon das Thema Lehrdeputate, vielleicht da auch noch als Stichpunkt. Genau, das war es erstmal. Dankeschön. Maren, du hattest dich auch gemeldet gerade. Ja, genau. Also zwei Sachen erstmal. Ich glaube, zu Beginn ging es tatsächlich um die technische Bewältigung. Einfach ganz schnell sozusagen das, was eigentlich irgendwie klassisch geplant war, irgendwie dann ins Virtuelle umzusetzen und zu realisieren. Und das heißt, dass man im Sommersemester tatsächlich auch eine wahnsinnige Spannweite der Qualität in dem erlebt hat, was umgesetzt wurde und wie es umgesetzt worden ist. Also ich war selber irgendwie relativ überrascht. Wir hatten dann einen Workshop mit Studierenden in einem anderen Projektkontext durchgeführt. Die haben alle das erste Mal an einem Online-Seminar teilgenommen, weil die meisten Dozierenden irgendwie, das ist nur ein Zufall, aber die haben halt Arbeitsblätter im LMS hochgeladen. So. Und das ist, glaube ich, halt die Spannweite, die es tatsächlich im Sommersemester gab. Und im Wintersemester gibt es dann halt sozusagen den Versuch, das Ganze sozusagen zu erden, zu fundieren, eine gezieltere Auswahl zu schaffen, was gut irgendwie online übersetzt werden kann, was kann noch Präsenz gemacht werden. Also da sozusagen eine einheitlichere Qualität vielleicht irgendwie zu bieten. Was ich aber auch, ich finde Christianes Punkt, was ich
ganz wichtig, dieses, es ist so fachspezifisch und fachabhängig. Und ich glaube, das ist das, was Markus auch am Anfang gesagt hatte. Das kommt darauf an, wie viel Erfahrung an der einzelnen Hochschule, an dem einzelnen Fach und beim einzelnen Lehrenden vorhanden ist, mit diesen digitalen Formaten umzugehen. Und natürlich haben die Kunst- und Musikhochschulen alle gesagt, das geht gar nicht, also das ist total schwierig bei uns, wir können es nicht so machen. Es ist viel einfacher für den wissenschaftlichen Bereich, aber auf der anderen Seite liegen die natürlich auch, steigen die jetzt erst in diese Entwicklung ein, die andere Fachdisziplinen schon irgendwie 20 Jahre geführt haben. So. Also ich glaube, das ist es halt einfach, dass es da eine wahnsinnige Spannbreite gibt und man halt auf Erfahrung einfach wahnsinnig gut, also man muss auf Erfahrung aufbauen und man muss Erfahrung machen und deswegen gibt es so eine große Spreizung zwischen Hochschultypen, zwischen Fakultäten, zwischen Dozierenden. Dankeschön. Gut. Jetzt sind wir zeitlich tatsächlich auch schon ein bisschen knapper als ursprünglich angedacht. Trotzdem die Frage noch an Christine Tova, Lavinia Junica, Markus Daimann. Habt ihr noch zentrale Punkte, die ihr gerne noch ergänzen wollt? Also ich kann noch mal was zu der Studierenden. Also ich schließe mich all meinen Vorrednerinnen an. Das habe ich auch so wahrgenommen. Da muss ich jetzt nicht mal wiederholen. Aber so diese Kehrseite ist ja die Studierendenperspektive. Und das ist jetzt hier auch in dem Board auch mal angesprochen worden, inwieweit es da Erkenntnisse gibt, dass da Leute dadurch, also die gerade die Erstsemester-Studierende, die einen Nachteil hatten. Also bei mir in der Studie ging es auch um das Thema Nachteilsausgleich, weil das ist mal so eingeführt, es gab ja dann die Erwartung, wurde ja von verschiedenen Akteuren so geäußert, dieses Digitalsemester muss stattfinden, muss auch planbar sein, soweit es eben möglich ist und muss aber auch auf irgendwie diese Besonderheit jetzt der Corona-Situation eingehen. Und da ist natürlich die Frage, wie läuft das oder gibt es da sowas wie Nachteilsausgleich für Studierende, die jetzt keinen ruhigen Raum haben in ihrer WG oder zu den Eltern nach Hause fahren müssen und dort ist gar kein oder nur sehr schlechtes Internet da, je nachdem, wo die wohnen. Und da wurde eben gesagt, ja, man hat es mitbedacht, aber da gibt es natürlich jetzt noch keine irgendwie belastbaren Ergebnisse. Ja, also will sagen, dass dieses Thema auch digitale Lehre, was da jetzt gesagt wurde, ist ja schön und gut, aber auch aus Sicht der Studierenden ist da auch nochmal genauer hinzugucken, wen schließt man dadurch aus, wer hat da irgendwie irgendwelche Nachteile. Ne? Also ohne jetzt auch da jetzt zu sehr das große Fass aufzumachen. Uns wurde ja auch gewünscht, auf diesem Board ein positives Statement zu machen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon wichtig, da auch mal dahin zu gucken. Schön. Wir hätten von unserer Studie nichts weiter hinzuzufügen, weil die Lehre für Studierende jetzt kein direktes Thema war. Also wie gesagt, das hatten wir schon angesprochen, die Maßnahmen, die von den zentralen Einrichtungen gestartet wurden und digital umgesetzt wurden, aber jetzt nicht in der Studierendenlehre. In Ordnung. Gut, Dankeschön. Dann würden wir tatsächlich auch jetzt gerne unmittelbar in die Question-Answer-Phase übergehen, weil es eine ganze Reihe von spannenden Rückfragen auch aus dem Kreis der weiteren Teilnehmenden gibt. Damit bin ich an Linda weiter. Danke. Ja, Klaus Wennemacher hat es gerade schon angesprochen. Wir haben recht viele Fragen reinbekommen. Mit Blick auf die Uhr kann ich leider schon sagen, dass wir jetzt nicht alle beantworten können. Aber wir haben auf MetaMost einen Channel, der sich mit den Studien befasst. Und wir werden alle Fragen, die jetzt offen bleiben, dorthin posten und die Studienautorinnen und Autoren im Anschluss an die Veranstaltung bitten, dort noch auf die offenen Fragen einzugehen. Meine Kollegin postet den Link gleich in den Chat, aber wir haben sicherlich noch Zeit für ein paar Fragen und ich möchte starten mit der Frage, welche digitalen Formate haben sich in der Pandemie bewährt und werden sich vermutlich durchsetzen und bleiben? Ich sehe nachdenkliche Gesichter. Ich nehme das einfachste Videokonferenzsystem. Es kam bei uns an erster Stelle mit. Moment, wie viel Prozent? Ja, okay, 40% auf jeden Fall.
Wobei da man vielleicht mal unterscheiden muss. Also einmal wäre dann die Realisierung, also es ging ja ohne Videokonferenz nicht, und das andere ist ja dann so die Formate. Und ich glaube, das geht dann eher so vom Bestehenden her. Also dominant sind ja nach wie vor eben Vorlesungen, Seminare, Übungen und sowas. Und dass man eben guckt, dass man da bei Vorlesungen dann sowas wie Abstimmungstools, um das interaktiv zu machen. Aber es wird jetzt nicht zu so einer totalen Revolution kommen, ne, der Formate, auch wenn man sich das wünscht, sondern die sind eben noch sehr stabil. Und die ganze Hochschule ist auch, also in der Struktur her und Organisation und Hidden Agenda, wurde ja vorhin auch schon genannt, ist sie eben so drauf angelegt. Und da wird es halt hingehen, ne, dass man damit rumexperimentiert. Aber was ich eben auch sehr, um da mal auch eine vernünftige Antwort zu geben, ist, was sich auch gezeigt hat, sind so Vorlesungsaufzeichnungen. Also das heißt, die wurden immer sehr geschätzt, weil sie flexibel sind. Ich muss auch nicht mehr dann als Studierender, muss ich nicht mehr dahin fahren, sondern kann das bequem von zu Hause aus. Aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also es wurde auch gesagt, ja, wenn es schon zu früh ist und so, dann ist es auch, wenn ich da morgens schon um 8 irgendwie und bin gar nicht so richtig wach, dann kann es sein, dass ich da und dann gleich in die Videokonferenz. Ne? Und generell Videokonferenzen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein, dass ich dann alles komplett nur noch per Videokonferenz mache. Ne? Das will ja wahrscheinlich auch keiner erleben. Das stimmt, ich nehme das zurück. Videokonferenzen sind jetzt kein Format an sich. Also das ist dann ja schon eher aus didaktischer Sicht jetzt gefragt. Und ja, das ist ja nur der Kanal quasi. Ne? Also so aus didaktischer, aus Formatsicht ist bei uns natürlich noch das Thema Online-Beratung. Aber das ist dann auch wiederum jetzt eher für Lehrende und nicht mit der Zielgruppe Studierende. Das ist also jetzt ja der Unterschied. Freund? Vielleicht nur noch kurz eine Ergänzung, also weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, was digitale Formate dann sein sollen, die dann erfolgreich sind, weil die Umsetzung kann ja ganz unterschiedlich sein, aber insgesamt in der Befragung zeigt sich, dass sozusagen die Kombination von asynchron und synchron Formaten halt am besten funktioniert. Das heißt, es ist jetzt sozusagen nicht nur synchron, beispielsweise über Videokonferenz läuft, sondern dass es natürlich auch immer darum geht, Materialien bereitzustellen und Selbstlernaufgaben, die dann auch zu begleiten und so weiter. Also das ist doch auf die Kombination der diese beiden Bestandteile ankommt und nicht jetzt nur synchron oder asynchron jetzt der Königsweg ist. Möchte noch jemand einen Punkt zu der Frage, Frau Sefeli? Vielleicht nur ein ganz kurzes Kontrastbeispiel. Bei den Studis kam raus, dass sie vertonte PowerPoints absolut gar nicht abkonnten und ja, genau. Gut, Studierende sind, glaube ich, ein gutes Stichwort. Dazu wurde nämlich auch eine Frage gestellt, die recht hoch gewotet worden ist, und zwar, ob einer der Studien das Studierendenverhalten untersucht hat, zum Beispiel, wie viel Prozent der Studienanfängerinnen sind tatsächlich im Studium angekommen oder auch der Vergleich der Dropout-Quote Präsenzsemester versus digitales Sommersemester. Also ich kann die Frage nicht konkret beantworten, aber was bei uns auch, was jetzt die Studienabbrecher angeht, wir haben die Frage kurz bei den Studierenden gestellt und da haben wir auch bedauerlicherweise festgestellt, dass nicht die Studierenden selber, aber aus ihrem Umfeld heraus haben sie berichtet, dass es tatsächlich Studierende gibt, die bereits in Erwägung gezogen haben, das Studium abzubrechen oder eben das ja ein Urlaubssemester beantragt hatten. Genau, das war so ein kurzes Ergebnis bei EDIS. Freund? Das würde uns auch unglaublich interessieren, weil in den Befragungen wir haben ja nur die erhoben, wo bis Mitte August Ergebnisse vorlagen. Und das ist ja auch etwas, was uns so ein bisschen umtreibt. Inwiefern haben sich denn bestimmte Sorgen, die da auch oftmals geäußert wurden, beispielsweise zu Studierenden, das heißt, sie hatten nicht unbedingt immer konkret das Ziel, etwas zu tun, sondern sie sorgten sich um etwas. Sie sorgten sich um ihren Studienverlauf, sie sorgten sich, dass sie
gegebenenfalls das Studium abbrechen müssen und so weiter. Und das ist genau die spannende Frage. Und deswegen ist es auch so wichtig, sozusagen weiter das Forschen zu begleiten und auch zu schauen, welche Erkenntnisse da an den Hochschulen vorliegen. Welche davon haben sich denn bewahrheitet? Das heißt, haben Studierende öfter Lehrveranstaltungen abgebrochen? Haben sie schlechter abgeschnitten in Klausuren? Haben sie tatsächlich das Studium abgebrochen, was jetzt nicht viele wirklich ernsthaft in Betracht gezogen haben? Und das sind aber alles solche, nennen wir es mal harte Fakten, die dann auch dazu beitragen können, sozusagen die Ergebnisse, die wir ja sozusagen generiert haben, die ja sozusagen vor Abschluss des Sommersemesters gesammelt wurden, die dann auch in einer bestimmten neuen Weise auch zu betrachten. Also von daher finde ich das ganz wichtig, dass man auch genau solche Daten dann nochmal vergleicht und erhebt. Möchte noch Max Demmel? Ich kann die Frage leider auch nicht genau beantworten, aber was ich sagen kann, ist, dass man das sehr wohl auf dem Schirm hatte, auch von den Hochschulen, nämlich das Thema Sozialisation. Also gerade die Erstsemester und inwieweit dann eine Sozialisation in die Organisation Hochschule überhaupt möglich ist, wenn man das nur digital macht. Und da das jetzt auch weitergeht, wir haben jetzt schon das zweite Digitalsemester, ne, dann wird es ja virulenter. Ne? Und da hat man ja schon überlegt, dass die dann als der Shutdown war, dass man sagt, die müssen dann irgendwie nur diese kleine Gruppe kommen. Und ja, also da hat man schon irgendwie versucht, da gibt es natürlich noch keine Lösung, konkrete Art, aber das Thema ist da. Ne? Also um dem vorzeitigen Dropout auch vorzubeugen, da eine Sozialisation zu schaffen. Okay, dann eine weitere Frage, die sehr hochgewotet worden ist, wie könnte denn eine bessere Kollaboration zwischen den Netzwerken aussehen? Ökosystem heißt doch Arbeitsteilung. Gibt es da Statements aus den Studien oder Punkte? Fragt? Ich habe eher eine Nachfrage. Was ist denn mit Netzwerken gemeint? Habe ich mich beim Lesen der Frage ehrlich gesagt auch gefragt. Da müsste sich der Fragensteller, die Fragenstellerin vielleicht nochmal äußern. Also wenn er oder sie noch dabei ist, wäre das, glaube ich, hilfreich. Das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist schade. Aber vielleicht enden wir dann mit einer, wie ich finde, ganz schönen Frage. Jemand hat gesagt, ich wünsche mir ein positives Statement von jeder Studie. Was lief sehr gut? Wer möchte anfangen? Markus, mach das. Danke, ich wollte schon Ladies First sagen, aber dann nehme ich das gerne an. Also es lief erstaunlich gut, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so dieses, wir ziehen alle an einem Strang, wir sitzen alle an einem Boot, wir können das nur, also ich will jetzt hier nicht den Phrasendrescher machen und jetzt auch nicht irgendwie 5 € in das Phrasenschwein einzahlen, aber das ist wirklich so, wir schaffen das gemeinsam. Also vielleicht auch eine Aufbruchsstimmung oder also diese Herausforderung gemeinsam zu meistern, das ist auf jeden Fall ein sehr positives Ergebnis, finde ich. Ja, genau in die Richtung wollte ich auch sagen. Also ich fand es sehr beeindruckend, dass dieses Zusammenarbeiten über alle Funktionsbereiche, Funktionsgruppen, Statusgruppen hinweg so als extrem positiv, dass man auf einmal auch eine Reaktionsschnelligkeit in Entscheidungen, in Abstimmungsprozessen empfunden hat, die man vielleicht sonst in einem normalen irgendwie Hochschulalltag vermisst. Auf einmal ging viel, auf einmal ging vieles auch schnell und mit Wertschätzung und Kollegialität und Teamarbeit. Also ich glaube, mein Eindruck war sogar so ein bisschen, dass sich Hochschule da auch ganz neu erlebt hat. So. Ich möchte da gleich anschließen. Wir haben nämlich gefragt, inwiefern die Ad-hoc-Maßnahmen, die durchgeführt worden sind,
akzeptiert worden sind von Lehrenden und Studierenden. Und das ist nämlich eine sehr schöne Antwort unter dem Aspekt, den Sie gerade genannt haben, was im Hintergrund alles im Maschinenraum alles passiert ist, ist die Akzeptanz der Ad-hoc-Maßnahmen bei den Lehrenden bei 74% gewesen, Studierenden 76%. Also wir reden hier von Schulnoten 1 und 2. Das heißt, die Support-Einrichtungen haben einen richtig guten Job gemacht. Ja, also ich kann mich da nur anschließen an die Vorrednerinnen in den Befragungen. Was bei uns deutlich wurde, ist, dass es, dass die Krise sozusagen auf einen Lernprozess in Gang gesetzt hat, ne? Was wir jetzt auch schon gesagt haben. Also einmal natürlich der Stolz, überhaupt so eine krasse Herausforderung gemeistert zu haben, aber auch bei Lehrenden, nicht bei allen, aber doch bei vielen, auch so sozusagen dieses die Weiterentwicklung von den Konzepten, ne, was wir auch schon hatten, dass es auch Zeit braucht, auch dass die am Anfang jetzt nicht unbedingt gegeben war, aber dass halt unglaublich viele Erfahrungen jetzt mit den Tools, aber auch mit Formaten, die jetzt vielleicht nicht funktionieren, sozusagen gesammelt wurden, die dann auch weitergetragen wurden, doch große Offenheit von Lehrenden und Studierenden auch zukünftig sozusagen digitale Lehr- und Lehrformate einzusetzen oder zu nutzen zu wollen. Das heißt, da ist durchaus ein positiver Ausblick zu erkennen, wenn halt dann auch die Rahmenbedingungen dann stimmen. Also das fanden wir doch schon einen sehr positiven Ausblick, und mal abgesehen davon, dass einfach auch aus unserer Sicht auch die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Studierenden in vielen Beispielen sehr eng war. Das heißt, es wurde sehr eng auch mit den Studierenden teilweise abgestimmt, sozusagen was funktioniert und was nicht. Also ich glaube, auch diese Einbeziehung in bestimmte Prozesse von Studierenden, die muss man auch nochmal auf anderen Ebenen sehen, weil ich denke schon, dass viele Lehrende sich dann halt auch mit den Studierenden sozusagen abgestimmt haben. Von daher, das glaube ich, ist auch vielleicht nochmal eine neue Qualität, dass auch Lehrende natürlich ein Interesse daran haben, dass das, was sie da tun, auch auf Resonanz stößt bei den Studierenden. Frau Sefeli? Dankeschön. Es war auch tatsächlich bei Edis ein Zitat in der Tat, dass plötzlich alles möglich war, was vorher nicht möglich schien. Und das finde ich hier gerade sehr, sehr passend. Und das war in jedem Fall auch bei Edis ein Erfolgserlebnis. Und was ich auch persönlich total toll fand, war die Entwicklung der Studierenden. Es war zu Beginn so, dass sie sehr über die Selbstdisziplin geklagt haben, dass sie Schwierigkeiten haben, das Studium und allgemein die Lernorganisation zu managen. Und dann, also zum Schluss, war es irgendwie so eine positive Entwicklung, dass sie Wege gefunden haben, das Studium selber irgendwie zu managen, dieses Selbststudium selber gut hinzukriegen. Das war für mich sehr positiv, das nochmal so mitzunehmen. Ja, vielen Dank für die schönen Statements zum Abschluss von allen Studien. Zum Abschluss unserer Runde möchte ich noch eine letzte Frage an alle Studienautorinnen und Autoren richten, die sich ganz konkret auf den heutigen Tag bezieht. Was nehmen Sie denn aus der heutigen Diskussionsrunde und aus dem Q&A mit den Teilnehmenden mit? Frau Lippke? Ich fand es einmal sehr spannend, auch zu sehen, wie gut sich die Studien ergänzen, weil sie doch die ganze Vielfalt der Perspektiven auch auf Hochschule repräsentieren, von Markus' Vorstellung, wo es eher um Verbünde und Länderinitiativen geht, auf die Hochschulleitung bis halt zu den Studierenden hinunter, dazwischen die Support-Einrichtungen. Also das fand ich eine sehr schöne Zusammenstellung. Und was ich einfach mitnehme, ist, dass wir weiter gucken sollten und beobachten sollten, was daraus jetzt passiert. Weil es liegen so viele Verheißungen
übersteigert in der Luft, aber was wird tatsächlich davon Bestand haben und was wird sich verstetigen und wo, was war nur flüchtig, so dass das nehme ich so mit, dass das eigentlich so im Zentrum eigentlich stehen sollte von dem, was wir dann jetzt uns im kommenden Jahr vornehmen. Markus? Genau das wollte ich auch sagen, aber ich sage es nur mit anderen Worten. Also ich nehme mit, dass die Studien sich sehr gut ergänzt haben und ich auch jetzt immer einen besseren Einblick bekomme. Ich hoffe, das geht anderen auch so, dass ich, es sind ja verschiedene Mosaiksteine und die fügen sich jetzt zu einem Bild zusammen, also der Lerntheorie des Konstruktivismus entsprechend. Man baut sich so ein eigenes Weltverständnis auf und da kriegt man jetzt doch einen relativ guten Ein- und Überblick, auch wo steht man, was ist passiert. Die Frage, die Maren gerade aufgemacht hat, die finde ich auch total wichtig. Also wie kann man da das irgendwie begleiten, auch zu gucken, was sind da jetzt so Entwicklungstrends. Es sind ja ganz viele Baustellen, die haben wir ja letzte Woche auch genannt, herausgearbeitet. Und da ist jetzt die Erwartung oder die Hoffnung auch, wie werden die jetzt bearbeitet und was zeichnet sich da ab? Also welche Wege und auch vielleicht, wie können andere Hochschulen dann davon wieder lernen? Das ist ja auch mal so ein Thema dann beim HFD, wie kann man die miteinander vernetzen und gucken, was funktioniert gut. Und was nehme ich noch mit aus dem Q&A? Also sehr, sehr schöne, spannende Fragen. Wieder auch wie letzte Woche ein sehr großes Interesse. Ein Engagement, konstruktiver Dialog, eine sehr schöne Veranstaltung wieder. Ja, gibt es noch Punkte von den anderen Studienautorinnen und Autoren? Frau Arndt? Vielleicht zwei Dinge, weil mich jetzt hier so eine Frage noch angepiekst hat im Fingerboard. Und zwar, dass da ja gesagt wird, dass so viele verschiedene Studien stattfinden und es nicht ein Standard bräuchte, um mehr Vergleichbarkeit herzustellen. Und dass bei allen Überschneidungen, die wir hier haben in unseren Untersuchungen, was ich auch sehr spannend finde und ich auch denke, dass wir das unbedingt weiterführen sollten, finde ich doch, dass es durchaus Sinn macht, dass so viele Studien stattfinden. Dass es eigentlich eine großartige Entwicklung ist, dass so viele Studien stattfinden an den Hochschulen, in den unterschiedlichen Organisationseinheiten oder übergreifend, weil es ja zeigt, dass da auch ein unglaubliches Interesse daran besteht, die Entwicklung und Erfahrungen nachzuvollziehen, systematisch zu erheben und die dann natürlich auch für irgendwas zu nutzen. Also es macht ja keiner eine Erhebung, weil er Spaß hat an Erhebungen, sondern das finde ich ganz spannend, dass sozusagen auch ein Forschungsinteresse da ist. So dieses, was haben wir hier eigentlich vorliegen? Was fehlt bei uns noch? Wie könnten wir uns weiterentwickeln? Und das halt in dem konkreten Kontext. Und da, das war ja auch das, was uns so ein bisschen umgetrieben hat bei unserer Analyse, dass man das, also dass man sowohl diese Unterschiedlichkeit hervorstellen kann, aber auch gemeinsame Herausforderungen und Chancen. Und ich finde das auch vielleicht perspektivisch auch einen guten Ansatz. Das heißt jetzt nicht immer sozusagen Gesamtbefragungen zu machen, sondern genau das auch anzuregen, sich auch weiter forschend damit auseinanderzusetzen an den Hochschulen. Möchte noch einer der anderen Studienautorinnen und Autoren? Ja, Frau Sefili. Vielleicht auch nur noch zusätzlich zu dem bereits Gesagten. Ich nehme mich auch noch mit, dass es wichtig ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, so wie es ja auch heute mehrfach betont wurde. Und das nehme ich für mich auch nochmal mit. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Also ich finde das auch, was die anderen gesagt haben, finde ich auch wichtig. Wir haben diese Support-Studie durchgeführt und so eine umfangreiche Studie, die sowohl unterschiedliche Strukturen, also auch Hochschuldidaktik und auch Bibliotheken und Medienzentren beinhaltet, kenne ich so nicht. Es gibt unterschiedliche kleinere Studien, aber so eine umfangreiche weiß ich nicht davon.
Und es hat für mich jetzt heute nochmal gezeigt, dass auch in anderen Studien sehr viele Anschlusspunkte dazu gibt, auch was so gerade der Support angeht. Und ich fände es auch sehr interessant, da weiter auch zu denken und einfach die Aspekte, die für Unterstützungsstrukturen einfach wichtig sind, sie nochmal herauszukristallisieren. Und vielleicht gibt es eine Art Handlungsempfehlungen, die für alle sehr nützlich sein kann. Das wäre mein Wunsch. Ja, ich glaube, dann haben wir abschließende Statements aus allen Studien gehört. Dann bleibt mir letztlich nur noch, mich bei allen Studienautorinnen und Autoren sehr herzlich zu bedanken für die Bereitschaft, heute auf dem Podium zu sitzen. Vielen herzlichen Dank auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich glaube, Klaus Wannemacher möchte auch noch etwas sagen. Ja, ich schließe mich dem an und vielleicht haben wir eine Möglichkeit, sonst den einen oder anderen Punkt in dem Kanal auf Metamos noch weiterzuführen. Vielen Dank.